sag euch schon mal so, wir haben ein sehr gutes Angebot bekommen, wo wir einfach zuschlagen mussten. Und ich sage euch eins, dieses Projekt wird euch und uns extrem viel Spaß machen. Ja, wie geht's dir denn so? Beschissen. Warum? Weil ich nicht weiß, wo meine Fische sind. Oh nein, die Fische. Nee, ich bin müde, aber freue mich tierisch, heute auf diese Reise zu gehen. Worum geht's? Ich bin heute LKW-Fahrer. Deswegen habe ich auch... Ich muss ja ein Käppi. Hast du auch so ein Seilzug-Ding? Ich grüße auch alle meine LKW-Fahrer-Kollegen. Na, Bernd. Mit? Ja, ja. Wir sind eine eingeschworene Community. So wie bei unter Motorradfahrern, oder? Richtig. Und nachher auf dem Parkplatz, auf der Autobahn, werde ich dir schon auch ein Ritual zeigen. Was du als werdender LKW-Fahrer auch machen musst. Noch lernen musst. Ja. Ja, Adam, worum geht's heute? Heute, wir sagen es jetzt noch nicht gleich. Ja, aber wir fahren auf jeden Fall. Ja. Weit weg. Weit weg. Wir fahren jetzt so 600 Kilometer runter nach Baden-Württemberg. Und nein, Rojan, es ist nicht in der Nähe von Dortmund. Das habe ich schon gar nicht gefragt. Ja, aber es kam nicht von mir. Das war jemand anderes mit den geografischen Skills. Okay, stimmt. Ich habe Stuttgart gesagt. Den mit den geografischen Skills hören wir jetzt ab. Morgen. Morgen. Alter, ist das ein Weg. Grüß dich. Hi. Freust du dich? Total. Auf die Trucker-Stop. Ausgerechnet, wenn ich einmal Bäcker gehen will, hat er zu. Ja, so ein Kaffee oder sowas wäre schon gar nicht mal so schlecht. Oh. Brötchen habe ich ein bisschen Schiss wegen Kacken, ja? Ich hab so Magenkrämpfe, das ist unglaublich, ja? Warum denn? Let it drop. Ich weiß nicht. Ja, ich stehe im Stau. So, hast du schon erzählt, wohin es geht, oder? Nee. Ich weiß jetzt nicht, was wir genau machen. Aber ich habe gesagt, es geht Richtung Baden-Württemberg. Und ich habe die Leute auch aufgeklärt und auch Rojan, dass es nicht in der Nähe von Dortmund ist. Ja. Wir sitzen in einem Autotransporter. Das heißt... Wir dürfen nicht schnell fahren. Ja, und wir holen ein Auto ab. Zur Info, Zizek, wir dürfen nur 1,5 Tonnen zuladen. Aber da stand doch was anderes. Ja! Ja! Nö, den hatten die geschmeckt. Aber kürzere quasi. Ja. Aber euch ist klar, dass wir dann... Also mit dem anderen habe ich schon... einkalkuliert, dass wir überladen sind. So ein bisschen, so 10%. Tja, jetzt muss man 50, Fahrradstyle. Wie viel? 50 oder so. Aber neben den schlechten Nachrichten gibt es auch eine richtig gute Nachricht. Tempomat. Er hat ein Tempomat. Ja. War das erste, was ich geguckt habe. Tempomat und er hat gelbe Lichter, aber ich weiß noch nicht, wie man die anmacht. Ich hab die mal anbekommen damals, ja. Ja, ja, das finden wir noch raus. Ich glaube, du musst die Beleuchtung der... Hey! Mann, Alter. Das kannst du auch nicht machen! Ich bin ein LKW-Fahrer! Der Penner. Ja. Oh, und ich hab jetzt schon die Schnauze voll. Was? Warum denn? Ich hab jetzt schon die Schnauze voll, weil ihr viel zu laut seid am Morgen. Warum denn, ja? Du musst doch wach werden. Ja. Das wird waghalsig. Ja. Ich glaube, der Trip endet schon hier. Nein, Mann, alles super. Guck mal, wie ich hier durchpasse. Wie ein junger Hüpfer. Guck mal hier, die S-Kurve. Den Holländer rammen wir gleich erstmal weg. Na, wie beim Fußball. Ja, weiter geht's immer noch auf Autobahn. Ja, sobald ich mehrere Milliarden Euro mal gewonnen habe, werde ich das alles zurückkaufen. Ich werde wieder eine Rennstrecke. Ersten Kurve, das ist zunächst einmal Jocke Winklock, der einen super Start erwischt, Isodor ganz klar ausbeschleunigt und Bieler muss aufpassen, denn von hinten, da naht schon Roberto Ravaglia, ein weiterer der Bieler. Da haben wir Roberto Ravaglia mit den aufgeleuchteten Scheinwerfern hinter Frank Bieler.
Knast oder so, oder was? Eine alte Bursch. Sieht krass aus, ja. Lang. Geradeaus oder rechts? Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Kühe. Oh, guck mal, wie herrlich das aussieht. Super, ja. Wir sind jetzt gleich da. Es ist eine wunderschöne Gegend zum Autofahren. Da bin ich immer ein bisschen neidisch, ne? Wenn in Berlin alles so langweilig flach ist, Horizont hast du höchstens nur Häuser, auch wenn ich Berlin sehr liebe. So zum Autofahren finde ich so eine Ecken hier tausendmal schöner, ja? Wo es hoch, runter geht. Sehr schöne Waldpassagen und sowas alles. Wirklich bin ich ein bisschen neidisch. Nächstes Jahr will ich es unbedingt machen. Ein, zwei Autos mitnehmen, irgendwo in so einer Gegend so eine Woche Urlaub machen und nur fahren die ganze Zeit. Fahren und Videos für euch machen. Das wäre, glaube ich, geil. Das hast du schön gesagt, Adam. Ja, hier sind wir in Tschechien. Ja. Wir sind jetzt da. Jetzt müssen wir noch die Bank finden. Wir sind angekommen. Bis jetzt liegt man eigentlich ganz gut in der Zeit, weil wenn ihr auf die Uhr schaut. Ich bin sehr froh, also live sieht er irgendwie noch kranker aus, als ich auf Bildern sehe. Ja? Also ich sehe schon, dass wir ein bisschen zu tun haben, das ist ja klar. Scheiße, du bist sehr glücklich, du warst vorne. Nein, ich bin gerade schockiert, weil es so ein bisschen so ein Lachen, weil ich ein bisschen Angst habe, wie ich hier raufpassen soll. Haben wir uns vielleicht überschätzt mit dem Auto hier? Jetzt nicht von der Leistung, was wir da machen, aber so mit dem Transport. Mit dem Transport, ja. Ich habe die Größe ein bisschen unterschätzt. Hast du das Auto schon gezeigt? Noch nicht. Ich habe nur Marek dazu gefragt, was er so davon hält. Was hat er erzählt? Ist er zufrieden? Also guck mal, ich sag euch eins, wir werden spätestens im Frühjahr wieder herkommen, weil die Truppe, die das Auto verkauft, das sind wirklich mit einer der verrücktesten Menschen, die ich in den letzten Jahren getroffen habe. Was die an Autos da haben, haut einen um. Wollen wir jetzt mal zeigen, was für ein Auto das ist? Da seht ihr hinten, wir haben uns... ein Crown Victoria P71 Polizeiauto gekauft, V8, ja, mega. Nachher erzählen wir euch ein bisschen mehr, jetzt verladen wir Rojan Film und Chef Marek. Das Auto ist ein bisschen kaputt, aber schon auf dem Rückweg holen wir die ersten Teile dafür. Das hat auch schon Marek gesagt. Ja, perfekt. Ja, Rojan, ein bisschen kaputt, die Heckklappe hier. Findest du? Ja, ein bisschen. So, jetzt ziehen wir das Ding mal hoch. Ich bin so aufgeregt, Alter, das wird so geil. Wie, was Marek, sagst du eigentlich dazu? Marek war auch sofort auf einmal auf 180, ne? Der war bis vorhin noch so müde. Was sagst du denn zu der ganzen Geschichte? Die ganzen Polizeiauto aus dem Armin. Hammer, oder? Ich mach mal nur einen Soundeffekt und das ist halt schon. Mach mal. Irgendwas liegt hier verbrannt, aber so nach Kupplung oder so. Jetzt mussten wir erstmal zurück nach Berlin und auf dem Weg haben wir einen Gera gehalten bei LX Felgen. Sehr, sehr netter Kerl, Alter, auf jeden Fall. Der hatte noch eine Motorhaube. Was haben wir noch abgeholt? Motorhaube, Grillträger vorne, also Scheinwerfenträger da. In Berlin angekommen, haben wir das Auto abgeladen und waren ziemlich am Arsch, Alter. Ich glaube, ich bin die meiste Strecke gefahren, ne? Ist überhaupt jemand am Netz gefahren? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, zum Schluss hast du mal gewechselt, weil ich wirklich nicht mehr konnte. Aber ich glaube, ich bin am Stück fast hin und zurück gefahren. Ich kann mich auch nicht mehr. Auf jeden Fall angekommen und da sind wir nun. Wir haben jetzt ein Ford Crown Victoria Police Interceptor P71, was für ein herrlich langer Name. Und was wir damit machen und wie der Zustand ist, seht ihr schon im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet, dass man so ein Polizeiauto haben wird.
Ja, dass wir damit so ein bisschen, egal, im nächsten Video erzählen wir, was wir damit vorhaben. Und ich glaube, das wird mega krass. Dankeschön fürs Zugucken, Officer Adam. Copy that.